sie traut und hat ihn gefragt, ob er mitgeht zu den anderen, dann hat er nichts gesagt. Mitgegangen ist er schon, aber die anderen, die schauen ihm so komisch an. Warum redet er nichts und wer ist denn der? Und überhaupt, wo kommt denn der her? Das denkt sich ja jeder, aber keiner mag fragen. Da geht die Traudi einen Schritt nach vorn. Der kann fast kein Deutsch, drum kann er nix sagen. Der wohnt jetzt bei uns in der Dachwohnung drum. Vor drei Tagen sind's mit ein paar Koffer gekommen, haben gefragt um die Wohnung und der Papa hat's genommen. Der Franjo, der kommt aus einem Ort, da sind die Leute schon alle fort. Da wohnt jetzt nur noch der Krieg. Flieg, Maikäfer, flieg. Trotzdem hat er keinen schlechten Schuss, dass der Toni im Tor ganz schön nachgreifen muss. Noch am Spielrennen soll er zum Wirt, weil der Valentin heut was spendiert. Den Zehner, den hat mir der Opa geschenkt. Der kehrt vernünftig ausgeben, hab ich mir gedacht. Dann hocken's da auf der Wiesen im Kreis und da jeder schlägt an seinem Eis. Und alle schauen sie einfach so an und da lacht er auf einmal. Der Franjo. Der Franjo, der kommt aus einem Ort, da sind die Leute schon alle fort. Bleibst heute bei uns dabei.